Hallo und herzlich willkommen bei Steg am Ost, dem Kanal für Innovationsinvestoren. In diesem Video möchte ich darüber sprechen, warum aus meiner Sicht ein Unternehmen, wenn es eine Monopolstellung einnimmt, meistens schon am Beginn seines Untergangs steht. Diese Ansage hört sich natürlich provokant an und steht diametral im Gegensatz zu dem, was die allgemeine Ansicht ist. Normalerweise gehen ja die meisten Menschen eher davon aus, dass insbesondere Monopole oder Unternehmen, die eine gewisse Marktstellung haben, immer unangreifbar wären und dass wir immer mehr in diesem Monopolkapitalismus uns befinden, wo große Unternehmen andere Unternehmen kaufen oder einfach deren Konzepte kopieren und günstiger nachmachen können, weil sie auch mehr Ressourcen haben und so alle anderen verdrängen können und so immer mehr diese Supermonopole entstehen, die immer unangreifbarer werden. Jetzt muss man aber auch eins sagen, dass in der Vergangenheit solche Befürchtungen es schon häufiger gegeben hat. Wenn man sich die Geschichte anschaut, war zum Beispiel auch General Electric einmal ein Unternehmen oder auch IBM, von dem man ausgegangen ist, dass es ein Supermonopol wird, das nicht mehr angreifbar ist und irgendwann den ganzen Markt beherrschen wird. Aber die Geschichte hat eins gezeigt, dass eben genau das nicht der Fall ist. Und warum meiner Meinung nach das eine ganz natürliche Entwicklung ist und eben genau das Gegenteil der Fall ist, dass eigentlich eine zu große Machtstellung zu einem riesigen Hindernis wird, das möchte ich in diesem Video einmal genauer erklären. Um das Ganze einmal einzuleiten, worauf ich im Endeffekt hinaus möchte, empfehle ich euch allen, das Buch The Innovator's Dilemma von Clayton Christensen zu lesen. Ich werde dieses Buch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und dieser beschreibt ein Phänomen, und zwar, dass es im Großen und Ganzen zwei Arten von Innovationen gibt, die für Unternehmen wichtig sind oder generell für unsere ganze wirtschaftliche Entwicklung wichtig sind. Und das sind zum einen disruptive Innovationen, also das sind Innovationen, die ganz neu auf den Markt kommen und den komplett umgestalten. Also meistens sind es Innovationen, die bestehende oder neue Lösungen mit ganz neuen Ansätzen lösen und so in der Regel meistens ein Problem effizienter lösen und so sich meistens dann durchsetzen und zum neuen Standard sich entwickeln. Und die andere Innovation, das sind eher diese evolutionären Innovationen. Also deswegen unterscheide ich die disruptiven Innovationen als revolutionäre Innovationen und die kontinuierlichen Innovationen, das sind die evolutionären Innovationen. Als klassische evolutionäre Innovation kann man sich die Entwicklung vom iPhone anschauen. Also wenn man das iPhone 1 mit einem iPhone 13 vergleicht, dann wird man sehen, dass da irrsinnige Entwicklungen stattgefunden haben. Also die Leistung vom 1er ist mit dem 13er nicht mehr vergleichbar und das 13er kann auch viele neue Funktionen, die das 1er nicht können hat. Und es ist zwar auch eine irrsinnige Innovation, aber es sind eigentlich immer nur aufbauende Entwicklungen. Und auf der anderen Seite haben wir disruptive Innovationen und da könnte man sich zum Beispiel das Smartphone an sich, also man kann eigentlich auch das erste iPhone hernehmen, das sich im Vergleich zu den Nokia-Handys oder zu den klassischen alten Handys ein ganz neues Zeitalter eingeleitet hat mit diesen ganzen App-basierten Funktionen, die man einfach nur über einen App Store downloaden kann. Und man hat ein Smartphone, das quasi tausende Funktionen, die ganz einfach über den App Store erweiterbar sind, immer weiter ausgebaut werden kann. Und das war aber ein riesiger Sprung und hat auch dazu geführt, dass sich eben neue Unternehmen etabliert haben. In dem Fall war es Apple quasi am Mobilfunkmarkt. Und so gesehen sind die disruptiven Innovationen immer ein wichtiger Schritt, um eine ganz neue Technologie zu etablieren und somit meistens auch den ganzen Markt aufzuwühlen und neue Player auf den Markt zu bringen. Und deswegen gehe ich auch auf diesen Punkt hier ein, warum ich das jetzt hier ins Spiel bringe, weil eben disruptive Innovationen hier eine sehr wichtige Rolle spielen. Und Clayton Christensen hat eben in seinem Buch 1 beschrieben, dass zwar diese evolutionären Innovationen in der Regel von Großkonzernen gewonnen werden oder die Nase vorne haben und da die größten Fortschritte machen. Und zwar aus folgendem Grund, weil sie natürlich die größten Ressourcen haben, die meiste Erfahrung in dieser Technologie haben und das meiste Personal, das schon auf das ausgerichtet ist. Und so können sie natürlich eine Technologie, die sie etabliert haben, auch gut voranbringen
Und da haben meistens Startups dann keine Chance. Und genau anders sieht es aus bei disruptiven Innovationen, wo eigentlich ein Konzept auf den Markt kommt, das ganz neuartig ist, wo alles, wo die Würfel noch nicht gefallen sind und wo alles quasi von vorne starten kann. Da hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es eher die neuen Unternehmen, die Startups sind, die da das neue Konzept etablieren und meistens auch als Gewinner hervorgehen. Peter Thiel zum Beispiel beschreibt in seinem Buch From Zero to One, wo er ja auch genau auf diese disruptiven Innovationen eingeht. Für ihn sind es ja die Zero-to-One-Innovationen, wobei sich eine Innovation eben von 0 auf 1 entwickelt, also von nicht vorhanden auf plötzlich in die Welt tretend, also als neue Innovation in die Welt tritt. Und er ist zum Beispiel der Meinung, dass eine Innovation nur dann disruptiv ist oder dann das Potenzial hat, zu einer disruptiven Innovation zu werden, wenn sie 10-mal besser ist als das vorherige oder zumindest in 10 Punkten besser ist als das, was davor das etablierte Konzept war. Und warum erkläre ich das Ganze hier? Und zwar aus folgendem Grund, weil das natürlich ein wichtiger Punkt ist in der Behauptung, dass genau die neuen Startups, diese neuen Unternehmen, die mit den disruptiven Innovationen auf den Markt kommen, auch die sind, die zur großen Gefahr wären für diese etablierten alten Konzerne, die meistens davor ein Monopol in einer Branche gehabt haben. Dazu möchte ich einmal auf die Gründe eingehen, warum haben jetzt genau bei diesen disruptiven Innovationen die Startups die Nase vorn und nicht die großen Konzerne, die ja diese riesen Ressourcen haben. Und dazu muss ich natürlich zum einen einmal die Struktur der Unternehmen betrachten. Also große Konzerne, die jetzt eine monopolartige Stellung in einer etablierten Branche haben, die haben natürlich irrsinnig viel Ressourcen in diesen Konzepten gebunden. Also die investieren auch laufend in zum Beispiel neue Fabriken oder neue Anlagen. Und diese Anlagen sind natürlich dafür ausgelegt, das Konzept, das man bisher beherrscht, immer auf Vordermann zu halten. Wenn man dafür eins nicht vergessen, man spricht zwar von monopolartigen Unternehmen, aber im Gegensatz zu klassischen echten Monopolen, wie zum Beispiel Staatsmonopolen, sind ja die Unternehmen im freien Markt, egal was für eine Monopolstellung sie haben, immer nur dadurch Monopole, dass sie die Nummer 1 in ihrem Gebiet sind. Also sobald zum Beispiel Amazon im Onlinehandel an Qualität verlieren wird und so ein anderes Konzept es besser macht, würden sie natürlich sofort die Kunden an dieses neue Konzept verlieren, Marktanteile sozusagen verlieren und damit natürlich seinen Nummer 1 Status abgeben. Und so eben diese Monopolstellung verlieren. Das heißt, in Wirklichkeit sind es ja keine echten Monopole, sondern die sind genau so einem Marktdruck ausgesetzt wie andere Unternehmen, nur dass sie halt da den obersten Platz einnehmen. Und aus diesem Grund müssen diese Unternehmen natürlich schauen, dass sie in ihrem Bereich sich immer weiterentwickeln und da irrsinnig viel Geld auch investieren, dass sie diese Nummer 1 Stellung behalten. Und genau da ist jetzt aber der Punkt, wo sie angreifbar wären durch ganz neue Konzepte, die dieses Problem so lösen, wie es kein anderes Unternehmen davor gemacht hat. Es ist natürlich so, dass wenn ein Unternehmen jetzt Ressourcen in einer Sache gebunden hat, also in einer Produktionsweise zum Beispiel oder in einem alten Konzept, dann hat es wenig Interesse daran, dass diese Investition, die man vor kurzem getätigt hat, nehmen wir zum Beispiel einen klassischen alten Autobauer her, der eine Fabrik gebaut hat, um zum Beispiel Dieselfahrzeuge herzustellen. Der hat jetzt wenig Interesse, dass diese Investition plötzlich entwertet wird, dadurch, dass sich zum Beispiel Elektroautos auf einmal etablieren. Dass der jetzt diese ganze Fabrik, die er um Hunderte von Millionen oder sogar Milliarden Dollar bauen hat müssen, jetzt auf einmal abschreiben kann, weil diese Fabrik nutzlos geworden ist. Das heißt, er hat am Anfang eher ein Interesse daran, dass dieses neue Konzept sich einfach nicht etabliert. Und bei einem Startup ist es genau andersherum. Das kann sich voll darauf konzentrieren, dieses neue Konzept zu etablieren, weil es mit jedem Zuwachs ja nur gewinnt. Und da kommt man natürlich dann auch schon zu dem Problem, dass währenddem ein Startup ja mit jedem Umsatzgewinn wächst, zum Beispiel ein Elektroautobauer oder als Tesla noch ein Startup war, ist es natürlich mit jedem Umsatzwachstum, was Elektroautos angeht, gewachsen. Währenddem, wenn jetzt Volkswagen, Toyota oder Renault Elektroautos verkauft, dann ist es meistens nur ein Wegkannibalisieren von bestehenden Autoverkäufen.
Also das, was an Elektroautos verkauft wird, wird dann an Verbrennerautos in der Regel weniger verkauft. Und das Problem ist ja auch, dass wenn so ein neues Konzept eben auf den Markt kommt, dann ist das noch nicht profitabel, da sind diese ganzen Skaleneffekte noch nicht so ausgereift, dass man quasi aus dieser Technologie schon Gewinn ziehen kann, sondern das meiste geht noch in die Entwicklung und die Stückzahlen sind noch sehr klein und dadurch sind es am Anfang oft sehr margenschwache Produkte, währenddem die alte entwickelte Sparte schon so optimiert ist, dass sie natürlich große Gewinne abwirft. Und wenn jetzt diese neue Technologie die alte wegkannibalisiert in einem alten Konzern, dann lassen sie sich quasi so die gewinnreiche Sparte wegkannibalisieren. Das heißt, auf kurze Sicht ist das eher ein Nachteil für den Konzern. Während natürlich ein Startup oft ja mit dem Wissen, dass es am Anfang unprofitabel ist, einfach Marktanteil gewinnen möchte, weil es weiß, dass später, wenn das Ganze sich etabliert hat, dadurch, dass das Konzept ja 10-mal effizienter sein muss nach Beta Deal, ja auch irgendwann einmal ein richtiger Gewinner sein wird, also ein Gewinnerkonzept sein wird, besteht so ein großes Interesse, dass das Startup erst einmal versucht zu wachsen und erst dann in weiterer Folge damit den Markt beherrschen wird. Und so gehen die Interessen eben zwischen diesen beiden Unternehmenstypen stark auseinander. Und das ganze Thema disruptive Innovationen hat schon einmal alleine aus dieser Sicht einen riesen Vorteil für Startups gegenüber den alten etablierten Konzernen, die eben noch ein Monopol in diesem Bereich haben oder ein Oligopol. Als zweiter Punkt ist natürlich auch die Management-Ebene ein wichtiger Faktor, der jungen Unternehmen häufig einen starken Vorteil gibt, um disruptive Innovationen zu etablieren gegenüber alten Konzernen oder den etablierten Großkonzernen. Und zwar liegt es zum einen daran, dass junge innovative Startups oder junge Unternehmen häufig noch von ihren Gründern geführt werden. Und das sind meist junge, kreative, innovationsfreudige Menschen, die auch Risiken eingehen wollen oder auch bereit sind, Risiken einzugehen und auch sehr experimentierfreudig sind und die meistens in dieser ganzen Sache ihr Lebenswerk sehen, das sie versuchen zu verwirklichen und dadurch auch sehr langfristig natürlich handeln. Das heißt, sie verfolgen meistens eine Mission oder ihre eigene Mission und sind auch bereit, Schritte zu setzen, die am Anfang vielleicht unprofitabel sind und so auf kurze Sicht unangenehm sind, aber dafür langfristig das Ganze voranbringen, weil sie das ja auch auf lange Sicht sehen. Die sind ja auch lange mit diesem Unternehmen, auf lange Sicht mit diesem Unternehmen verbunden, halten oft auch große Anteile an diesem Unternehmen, währenddem natürlich in großen, etablierten, alten Konzernen häufig angestellte Manager sind, die ein paar Jahresverträge haben, über die sie angestellt sind und meistens kaum Anreizsysteme haben, Schritte zu setzen, die über diesen Vertrag hinaus wirken. Das ist ein bisschen vergleichbar mit Politikern, die für 4 Jahre gewählt werden und kein Interesse haben, irgendwas zu machen, was über diese 4 Jahre hinaus geht, weil sie selber davon keinen Vorteil haben. Und so ähnlich ist es natürlich auch ein bisschen mit Großkonzernen, wo häufig die Gehälter und die Vergütungspläne der Manager davon abhängig sind, was für kurzfristige Ergebnisse sie erzielen. Und sie so eigentlich nur zu ihren eigenen Ungunsten handeln würden, wenn sie da jetzt Schritte setzen, die zwar das Unternehmen über 10, 15, 20 Jahre hinaus voranbringen wird, aber in diesen 4, 5 Jahren oder wie auch immer diese Verträge ausschauen, in erster Linie einmal zu Verlusten oder zu Rückgängen führen würde. Und somit haben die oft kein Interesse, so zu handeln. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass das häufig auch eher konservative Manager sind, die weniger bereit sind, jetzt so riskante neue Schritte zu setzen, weil sie natürlich zum einen auch eine große Verantwortung haben. Sie haben ja ein traditionsreiches Unternehmen irgendwo auch zu führen und sind da auch verpflichtet, das Ganze mit einer gewissen Sicherheit zu machen. Und natürlich, wenn sie risikofreudige Unternehmer wären, dann hätten sie wahrscheinlich ihr eigenes Startup gegründet. Warum sollten die sonst als Manager bei einem alten Konzern arbeiten? Die dritte Ebene, die natürlich auch wichtig ist, sind die Angestellten des Unternehmens. In großen etablierten Unternehmen bewerben sich natürlich meistens Angestellte, die einen sicheren Job haben wollen, die
in einem großen System arbeiten wollen, wo sie quasi Arbeit nach Plan abliefern oder Arbeit nach Vorschrift. Das ist vielleicht jetzt auch hier und da ein bisschen überspitzt gesagt. Ich möchte es jetzt auch nur ein bisschen plakativ darstellen, um zu verstehen, was ich mir dabei denke. Aber in der Regel sind die Angestellten, die sich bei solchen Unternehmen bewerben, eher konservativere Angestellte, die einen sicheren Job haben wollen und keine Risiken eingehen wollen. Und natürlich ist auch da ein Kontrast im Vergleich zu den jungen Unternehmen, wo häufig Angestellte sich bewerben, die oft Fans von dem Unternehmen sind, wie zum Beispiel bei Tesla, die für diese ganze Mission brennen und die da wirklich Herzblut reinstecken und auch wirklich was voranbringen wollen. Und auch das bietet natürlich wieder einen riesen Vorteil für diese ganzen jungen Unternehmen, da schneller sich weiterentwickeln zu können. Der vierte Aspekt, der auch eine sehr wichtige Rolle spielt, sind die Investoren. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass das die wichtigste Ebene ist, weil die ja quasi die oberste Instanz sind, die am meisten zu sagen haben, zumindest als Summe. Und zwar darf man ja eins nicht vergessen. Wenn man einen Monopolisten, also ein etabliertes Unternehmen hernimmt, dann sind es meistens durchoptimierte Konzerne, die schon über längere Zeit ihre Gewinne kontinuierlich steigern, in der Regel auch noch ihre Umsätze zu einem gewissen Maß steigern, aber das Ganze schon auf einem sehr abgeflachten Niveau basiert und damit quasi sehr konservative Investoren angezogen werden. Zu einem großen Teil auch institutionelle, die auf laufende Cashflows angewiesen sind, wie zum Beispiel Pensionskassen oder große Fonds oder andere Investmentgesellschaften. Und diese institutionellen Investoren oder auch generell diese konservativen Investoren, die sind häufig auf diese Cashflows zum einen angewiesen und zum anderen sind es diese Investoren, die natürlich auch eine Sicherheit und planbare Cashflows haben wollen und so Druck auf das Unternehmen ausüben, da nicht zu sehr zu experimentieren und irgendwelche Sachen auszuprobieren oder vielleicht sogar Schritte zu setzen, die kurzfristig diese Cashflows in Gefahr bringen. Das heißt, wenn die Investoren hier große Nachteile dadurch sehen, dass kurzfristig sie da ins Risiko gehen, weil das Unternehmen jetzt anfängt, da irgendwie herum zu experimentieren, dann werden die natürlich Druck auf das Management über den Aufsichtsrat machen, dass der hier nicht zu sehr diese sicheren Einkommensquellen da riskiert. Und das ist eben eine Kraft, die sehr stark dazu beitragt, dass es große Konzerne sehr schwer haben, da eben bei den wirklich neuen Innovationen schnell Fuß zu fassen. Eine weitere Instanz, die hier ebenfalls eine sehr wichtige Rolle spielt, sind die Kunden. Weil man darf hier eins nicht vergessen, die Produkte von etablierten Konzernen, die meistens noch die Monopolstellung haben, zeichnen sich meistens durch eine sehr hohe Qualität aus und dadurch, dass sie sehr weit entwickelt sind und schon sehr hochwertige Produkte eben sind. Weil es sind ja eben Produkte, die in der Regel in der Vergangenheit einen sehr starken und langen Selektionsprozess durchlaufen haben und sich dabei im Laufe der Zeit eben als die Gewinner herauskristallisiert haben. Deswegen sind es ja heute die Unternehmen, die in diesem Bereich eine Monopolstellung haben. Daher sind es oft Markenprodukte, die mit einer hohen Qualität assoziiert werden, also die Stammkunden haben, die es gewohnt sind, eine hohe Qualität zu bekommen. Und solche Unternehmen trauen sich natürlich verständlicherweise auch selten, hier es zu riskieren, an diesem Vertrauen zu rütteln und diese hohe Qualität zu gefährden. Und jetzt ist aber das Problem, dass im Gegensatz zu diesen etablierten Konzepten, diese neuen disruptiven Konzepte, also die Konzepte, die in Zukunft die disruptive Innovation sein werden, ganz am Anfang, wenn sie hochkommen, dass die natürlich noch überhaupt nicht weiterentwickelt sind, weil das Produkt ist erst ganz kurz am Markt, hat sich noch nicht weiterentwickeln können. Es ist auch noch kein großes Kapital da, das da wirklich viel zur Entwicklung beitragen hätte können. Ist ja logisch dadurch, dass das Ganze sehr neu ist. Daher zeichnen sich diese neuen Konzepte, vor allem am Anfang auch, oft dadurch aus, dass sie eher so wirken, als wären sie von schlechter Qualität oder zumindest von niedrigerer Qualität, sind auch häufig noch sehr fehleranfällig und wirken am Anfang auch irgendwo noch unseriös. Und jetzt ist es so, dass die Kunden von diesen etablierten Konzernen, also von den Markenprodukten, die sich schon etabliert haben, natürlich eine gewisse Qualität einfordern
und sich dadurch das Unternehmen es nicht leisten kann, da jetzt auf sowas Unseriöses aufzusteigen und da quasi sein eigenes Image und seine Produktqualität zu gefährden. Um hier ein paar Beispiele zu nennen, wie neue Innovationen oft am Anfang unseriös wirken, kann man sich zum Beispiel das Internet 1996 anschauen. Wenn man da gewisse Bücher aus der Zeit liest, also zum Beispiel die Biografie über Jeff Bezos, der Allesverkäufer, dann wird dort beschrieben, wie am Anfang, als Jeff Bezos Amazon eben als Online-Händler auf den Markt bringen wollte, viel Gegenwind geerntet hat, weil viele gesagt haben, das ist unseriös, dieses Internet, diese neue Sache, die ja 1996 noch sehr neu waren und von vielen noch als sowas Unseriöses angesehen worden sind. Und erst mit der Zeit haben die Leute angefangen, dem zu vertrauen und das immer mehr zu nutzen und sich daran zu gewöhnen. Und erst dadurch hat sich das Ganze zu dem entwickeln können, was wir heute als Internet sehen. Aber das war eben nicht immer so. Und dasselbe war mit den Smartphones. Da kann sogar ich mich noch erinnern, als so 2007 herum das erste iPhone auf den Markt gekommen ist und dann nach und nach auch andere Anbieter angefangen haben, Smartphones anzubieten. Da haben viele Leute gesagt, das wird sich nicht durchsetzen, das ist eine Spielerei. Das beste Beispiel ist ja Steve Ballmer, der sich damals über das iPhone lustig gemacht hat. Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan. I said that is the most expensive phone in the world and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Und genau dasselbe kann man jetzt auch zu Bitcoin und den ganzen Kryptowährungen sagen. Die haben auch am Anfang, ganz am Anfang noch dieses Image gehabt, das ist ja nur irgendwas für Nerds oder für den Schwarzmarkt oder für irgendwelche Diktatoren oder Drogendealer. Und erst mit der Zeit haben das dann angefangen, ist es dann immer mehr zu so einem Spekulationsprodukt zu werden. Und dann und nach ist es zu einem Mainstream-Thema geworden. Und genau dieses Problem haben eben Produkte ganz am Anfang. Und da ist natürlich auch der Vorteil von Startups, dass sie es da viel leichter haben, weil die oft mit einer kleinen Kundenbasis anfangen. Das sind oft so Fans oder ja unter Anführungszeichen Spinner oder Nerds, die Fans von diesem Produkt sind und das auch am Anfang nutzen. Man spricht ja dann auch von diesen Early Adapters, die dann mit der Zeit in das hineinwachsen und das auch gut verstehen. Und so quasi kann es sich Stück für Stück von diesem Außenseiterprodukt in den Mainstream entwickeln und fängt dann an, sich so zu etablieren und in diesem Unternehmen eben so zu entwickeln, dass die auch das Know-how und diesen Vorsprung haben, was dann später der vorherige Monopolist in dem Vorgängermodell nicht mehr aufholen kann, weil der eben am Anfang nicht seinen Ruf beschmutzen möchte mit diesem unseriösen Produkt und nachher dann den Vorteil hat, eben dann nicht mehr bei dieser Entwicklung mitzukommen. Aber nicht nur die Kundenebene, sondern auch die ganze Struktur vom Unternehmen, also insbesondere die ganze Bürokratie, die ein großer Konzern braucht, um überhaupt zu funktionieren, oder auch diese geografische Verteilung, dass ja natürlich große Konzerne häufig auch ihre einzelnen Standpunkte auf der ganzen Welt verteilt haben und dadurch das Problem haben, dass einzelne Entwicklungsschritte immer über den ganzen Globus kommuniziert werden müssen. Das macht auch die ganze Entwicklung langsamer und träge. Und auch da haben eben wieder Startups den Vorteil, dass sie da oft die ganze Entwicklung an einem Standpunkt haben, vor allem am Anfang, und so alles viel schneller und dynamischer sich entwickeln kann. Und auch diese ganzen Hierarchien, dass man da verschiedene Management-Ebenen hat, die da mitsprechen können und erst gefragt werden müssen und Zustimmungen abgeben müssen, das Ganze fällt weg. Und das sind alles Punkte, die eben auch schon Clayton Christensen noch einmal viel ausführlicher in dem Buch The Innovator's Dilemma beschreibt, die eben jungen Unternehmen einen riesigen Vorteil geben gegenüber diesen großen Konzernen, die dann eben derzeit noch ein Monopol in diesem Bereich haben. Was ich jetzt mit diesem Video aber nicht sagen möchte, ist, dass ein Unternehmen nur weil es eine gewisse Marktstellung erreicht oder quasi auch diese quasi Monopolstellung erreicht, dass es dadurch auch automatisch sein Ende erreicht hat und damit quasi schon dem Untergang geweiht ist, sondern wenn man sich diese Beispiele anschaut, die ich vorher genannt habe, wie zum Beispiel IBM oder General Electric, dann haben die natürlich schon einige Jahre oder Jahrzehnte ein goldenes Zeitalter gehabt, wo sie auch irrsinnig ihre Gewinne steigern haben können und auch lange Zeit den Markt beherrscht haben. Aber trotzdem sollte man sich natürlich immer vor Augen halten, dass ein jetzt etabliertes Quasi-Monopol
keine Garantie für die Zukunft ist. Und es ist aber auch eine sehr positive Sache, weil natürlich es dadurch erstens jungen neuen Unternehmern immer wieder die Chance gibt, selber Großes zu erschaffen und eben nicht diese düstere Entwicklung stattfindet, die viele befürchten, dass eben immer mehr ein globaler Konzern entsteht, der ein Supermonopol hat. Und vor allem wir Innovationsinvestoren können natürlich stark davon profitieren, wenn wir die Augen offen halten und uns immer umschauen, was da an neuen Konzepten auf den Markt kommt, was theoretisch das neue nächste Amazon zum Beispiel werden könnte. Und aus diesem Grund ist es etwas, was man immer mit berücksichtigen sollte und auch immer im Hinterkopf behalten sollte. Ich hoffe, ich habe euch dieses Thema näher bringen können und hoffe, dass ihr daraus einen Mehrwert ziehen habt können. Wenn das der Fall war, könnt ihr mir hier natürlich gerne ein Like hinterlassen oder den Kanal abonnieren. Wenn euch irgendwelche Anregungen, Verbesserungswünsche oder Beispiele einfallen, dann einfach gerne in die Kommentare schreiben. Damit wünsche ich euch noch viel Erfolg für die Zukunft. Ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao!